Herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf und wir spielen weiter Arena bei Hearthstone. Und zum Glück ist immer noch der Tommelbommel bei uns. Hallöchen. Schönen guten Abend. 5 zu 2. 5 zu 2. Die letzte Runde lief auch sehr butterig, wie ich fand. Ja. Und geschmiert. Jetzt müssen wir das Ding nochmal holen. Ich hätte wahnsinnig gerne 6 Siege. Mein Rekord ist 7. Und deswegen würde ich gerne mindestens 6 holen. Einfach so. Und ich brauche auch dringend neue Karten. Ich werde ehrenhaft. Ah, wir sind Zweiter, geil. Ich würde die Winston hab hier weghauen. Ich würde ehrlich gesagt alles weghauen. Wir wollen eine geilere Anfangshand haben. Ist okay, ist okay, ist okay. Ist okay. Es ist okay. Aber jetzt spielen wir nicht das Geheimnis. Sollen wir jetzt schon mal den Hamsterer spielen? Mit dem Coin? Zack. Hallo. Ich grüße euch. Kann er jetzt wahrscheinlich mit seiner Heldenfähigkeit töten, wenn er will? Ja, aber... Ja, ist eine Karte weg von uns, ne? Und er hat keine aufgebraucht dafür. Ja, aber wir kriegen ja dafür eine und er kriegt einen Schaden dafür. Stimmt. Damit hat er keinen Kartenvorteil sich rausgespielt. Nee. War also voll schlecht von ihm. ich würde sagen, Rekrut, was sagst du? Jo. Melde mich zum Dienst. Okay, wir haben Board Control und Lebensvorteil. Er hat 6 Karten, wir auch. Lieblingsmap? Was? Das ist übrigens meine Lieblingsmap, weil man so viel kaputt macht. Achso, wir sind dran. Sollen wir den Buffen bringt nichts. Was machen wir jetzt? Man könnte lasst mich nach. Zum Beispiel ja. Ihm Gottesschild geben, den 1-1er weghauen und dann das Geheimnis spielen. Wäre eine Möglichkeit. Ja, nur dieses Gottesschild wäre vielleicht geiler später im Spiel. Ich meine, jetzt kann ich ihn einfach aufbrauchen und noch einen Rekruten holen. Das wäre durchaus auch eine Möglichkeit. Ich würde ungern den Schlachtzugleiter spielen, weil der ist gleich tot und der... Oder, warte mal. Oh, der Ghoul. Spiel den Ghoul und hau ihn mit den 1-1er mit deinem 1-1er kaputt. Ja. Dann hat der Ghoul 4-3. Dann hat der Ghoul... Stimmt, 4-3. Geil. Ich meine, aber... Ja, gut. Und den kann er mit seiner Tante dann nicht töten. Nee, aber er könnte... Außer er nimmt die Tante und seine Heldenfähigkeit. Ja, aber dann... kassiert 4 Schaden. Kassiert er 3 Schaden. 3, ja. Finde ich gut. Finde ich gut. Aber er geht direkt auf uns. Oder? Nee. Oh, er hat noch so eine Dingskarte. Ach, shit. Okay, hätte man mit rechnen können, aber muss man auch nicht. Kannst du nicht immer denken... dass er das jetzt macht. Spott. Oder? Ich würde sagen Spott. Warum nicht? Ja. Du überlegst noch. Ja, man kann auch den Yeti spielen. Es nimmt sich jetzt beides nichts. Und ich sag mal, Spott ist es der einzige, den wir momentan haben. Aber kannst auch einfach den Spott spielen. Also. Ja, aber was ist der Vorteil vom Yeti? Er wird ihn nicht angreifen, außer er spielt noch irgendwas anderes. Für den Spott. Ja, aber wenn es Sinn macht, den aufzubewahren. Ich nachdenken. Vielleicht ist das ja so. Ne, wir haben keinen Spott sonst weiter erstmal. Und ich sag mal, es gibt vielleicht noch eine Situation, wo wir unbedingt einen Spott brauchen. Na, wir haben schon noch Spott, teureren. Ach, okay, komm. Zack. Ist eigentlich ganz richtig. Vor allem, wenn er jetzt irgendwie eine Karte dafür aufbraucht. Die den tötet oder zumindest ankratzt. Wo soll ich zuschlagen? Fehlt aus Anst. Oh. 2 Leben und Spott. Tja. Wir könnten die hier ausspielen. Dann könnten wir mit dem Yeti seinen Spott töten. Aber dann würde die andere Tante noch leben. Lasst mich nachdenken. Und der Yeti auch. Oh ja.
Und wir können dem Yeti auch noch ein Gottesschild geben. Oh ja. Dann hätte er sogar noch 4-5. Ist es... ja. Man könnte auch... schnell... ganz links den für 3 Mana spielen, dem Yeti Gottesschild geben und das Geheimnis spielen. Ja, aber dann... und dann? Aber dann würde der Spott nicht sterben. Nee. Und ich möchte den Tod sehen. Ja, dann spiel die Weihe. Gib ihm Gottesschild, wenn du willst. Ja, wir haben ja noch eine Gottesschildkarte im Deck. Bleibt dabei 4-5. Zack. Es gibt übrigens eine Karte, wusstest du das? Eine Legendary, wenn man die ausspielt, dann hat jeder Spieler nur noch 15 Sekunden Zeit. Ja, die hatte ich schon mal. Voll echt? Nervig. Doch richtig nervig. Und oh, es Mann, gibt noch ey. Eine voll OP-Karte. Ich weiß gar nicht, wer die hat. Was? Ah ja, okay, shit. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Optionen. Wir haben den Legendary auf der Hand. Wir können auch den Spott spielen. Ich würde einen Spott und einen Rekruten spielen. Erstmal sozusagen so sparsam wie möglich bleiben, ja, um die dicken Karten aufzubauen. Dass er auch sein Shit ausgeben muss. Genau. Ja, das finde ich auch ganz gut. Es gibt auch irgend so eine OP-Karte, da wird der Champion, der Charakter quasi ausgetauscht durch so einen komischen Teufel, so ein rotes Vieh. Ja. Und der ist total krass. Man hat dann zwar nur noch 15 Leben, aber wenn man vorher nur noch 3 Leben hat und die dann ausspielt, hat man wieder 15. Ah ja. Der Typ hat überkrasse Karten. Okay, der kriegt irgendwie so eine Special-Viecher. Kann für seine Heldenfähigkeit, die kostet 2 Mana, da kann er einen 6-6er Minion mitbeschwören. Jede Runde. Das ist richtig übel. Okay, Wie hat er denn jetzt alles weggemacht? Er hatte diese Karte, die hier 4 Schaden macht. Hier. Aber das ist gut, weil dafür hat er die jetzt aufgebraucht. Und wir haben hier ganz viele Late-Game-Karten. Ich würde jetzt fast den Jongleur. Warte mal, den Jongleur macht das Sinn. 2. Und dann könnten wir ihn noch spielen. Und einen Rekruten. Und dann würde ich aber das Geheimnis spielen noch. Damit er den Jongleur nicht tötet. Ja, stimmt. Ja, aber das ist doch cool, oder nicht? Und der Jongleur könnte ihn dann töten hier, wenn wir den Schlachtzugsleiter ausgeben. Vielleicht haben. Tötet der Jongleur ihn sogar gleich. Das wäre natürlich optimal. Meine ich ja. Okay, also erst den Jongleur, dann den Dings hier und dann gucken genau. Wir nochmal. Legt diesen Apfel auf euren Kopf. Zack. Komm schon. Yeah! Trotzdem und Geheimnis? Jetzt könntest du sogar einen Rekruten spielen. Ja, das war ja auch nochmal einen Schaden. Das war mein eigentlicher Plan. Ja, ich wusste nicht, dass der Jongleur so treffsicher ist. Okay, das war doch gar nicht mal so schlecht. Und jetzt können wir auch demnächst, wenn wir jetzt was ausgespielt haben in der nächsten Runde, unsere göttliche Gunst ausspielen. Oh oh. Warum tut er das? Weil er noch eine ein Schadenskarte hat. Ah, fuck you. Die habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Die hatte ich am Anfang immer in allen meinen Decks. Jetzt mittlerweile nicht mehr. So. Den 4 Angriff und Leben hat die Legendary? 4-5. Hätte dann also 5-5. Ich würde sie spielen. Weil dann muss er mit seinem Spott dagegen angehen. Dann spiel sie und spiel das Geheimnis, würde ich sagen. Verzeiht nicht, Jüngchen. Ja, sonst wäre er nur Rekrut. Ja, ja, das spielen wir jetzt. Und wir greifen nicht an, natürlich. Oder mit dem Rekruten wenigstens den Spott, um ihn schon mal anzudachen. Ja. Ja. Ja, wobei, warum? Ja, dann das. Naja, doch. Okay. Okay, 5-5. Im Moment sehe ich uns ein bisschen im Vorteil, auch wenn wir ein bisschen weniger Leben haben. Die Karten füllen wir gleich auf. Ach, shit, natürlich spielt er...
sie ja. Und damit ist das Geheimnis natürlich flöten gegangen. Das hätte man vorher bedenken müssen. Aber sie ist so schlimm, dann ist sie weg und unser Typ lebt trotzdem noch. Ja, aber jetzt muss er überlegen, was er jetzt macht. Weil er kann die 5-5er nicht töten. Ach so, du meinst, nicht weil er dann... Sport. Okay, ja, stimmt. Und selbst wenn, kommt er wieder. Ja. Er wird jetzt wahrscheinlich uns angreifen, wenn er den nicht... Oder den 2-2er töten. Oder so. Hoffentlich spielt er nicht so viele Karten aus, dann lohnt sich nämlich ja. Unsere göttliche Gunst. Ja. Aber er hat noch 9 Mana, er wird irgendwas ausspielen. Mach schon mal alles kaputt, Tür zu. Oh. Na, was macht er? Ich glaube, ich hätte unseren Legendary gekillt. Wie viel Leben hat die Windzone HP? Ah, scheiße, können wir nicht zusammenspielen. Ich... Was? Aber es wäre, glaube ich, auf jeden Fall gut, die Legendary mit dem Argus-Typen da zu buffen, weil dann hat er 5-6, ne? Dann würde überleben, wenn er den Spott tötet. Stimmt. Und wollen wir dann noch den Schlachtzugsleiter dazu spielen? Dann würdest du den Schlachtzugsleiter als Spott mit haben. Ja. Oder du nimmst noch einen Rekruten als Spott und spielst trotzdem noch den Schlachtzugsleiter da. Dann haben wir einen Rekruten, der hat 3-2 als Spott. Achso, jetzt Rekrut, das wären 5 plus 4, okay. Also, warte mal, jetzt für die Reihenfolge. Erstmal Rekruten. Dann den Argus dazwischen. Ja. Und dann ganz nach rechts oder ganz nach links am besten den. Naja. So, dann töten wir den Spott. Töten wir den Spott. Überleben. Und warten, ob er sie macht. Oh je. Das gefällt mir. Er spielt aber bestimmt auch gleich seinen komischen 8-8er-Baum mit Spott. Aber wenn wir jetzt einen Spott erhalten können, dann können wir die Windzorn-Harpie spielen. Und wenn wir die schützen können, dann hat die halt 8 Angriff, ne? Wenn er jetzt diesen Prankenhieb hat, dann sieht es auch schon wieder ganz anders aus für uns. Ja, wobei, der macht ja einem 4 Schaden und den anderen allen 1. Ja, und dann kann er mit seiner Heldenfähigkeit unseren kleinen Spott immer noch töten. Und dann bleibt. Ja. Okay, wir haben Hans Joachim wieder da. Der hat noch 3 über. Wir haben keinen Spott auf dem Tisch. Scheiße. Also ich würde gleich die Karten auf jeden Fall auffüllen. Oh nein. Wir haben kein Silence, ne? Spielen wir den Spott? Haben wir irgendwas entdeckt, was uns helfen könnte, jetzt diese Situation besser zu lösen? Auf der Hand meinst du? Ne, das zieht ja... Nee, irgendwas entdeckt. Wenn wir nämlich die spielen, vom Gegner, das zieht vom Gegner. Ja, dann kriegen wir noch 2 Karten. Dazu. Ja. Und hätten noch 7 Mana. Ja, das machen wir jetzt. Oder? Dann spiel die erstmal. Vielleicht dann Silence. Gucken wir, was wir kriegen. Nicht cool. Shit, wie gehen wir vor? Vielleicht... Greif erstmal mit dem Argus-Typen den Champion an. Ah, nee, geht ja gar nicht. Nee. Ah. Nee. Ich würde den Spott spielen und nicht angreifen. Lasst mich nachdenken. Ja, dann killt er unseren Spott und hat immer noch seinen Spott. Weil der hat ja noch Gottesschild. Ja, aber wenn ich jetzt angreife, dann verliere ich... Wir müssen das Gottesschild auf jeden Fall wegmachen. Von dem Spott. Wie denn? Aber ich mache jetzt erstmal unseren Spott, ja? Ja. Und dann... Spiel erstmal den Spott. Und dann? Wie hat der Spott? Soll ich jetzt den Schachzugsleiter töten? Schnell! Ja. Oh. Und dann könnte ich noch
Ah, nee, könnte ich nicht. Okay. Ja. Hm. Ha. Scheiße, dass er den jetzt auch noch parat hat. Das Dingo! Ja. Und jetzt hat er... Oh, shit. Okay, jetzt... Jetzt haben wir ein Problem. Nein! Warum tust du mir das an? Alter. Oh Mann. Tja. Wir töten jetzt auf... Ah, können wir nicht. Wir müssen den einen Spot töten mit dem Argus-Typen. Ja. Die Schmiedin funktioniert nicht auf unsere Waffe, ne? Die was? Komischerweise. Die Schmiedin, die funktioniert doch nicht auf unsere Waffe. Doch, aber das ist ein Wutanfall. Ach ja. So war das ja. Okay, also ich töte den jetzt. Dann können wir eigentlich nur... Wir können da nichts machen. Wir sind eigentlich relativ... Also die muss ich auf jeden Fall... Töte den mal. Sollen wir dann die Dann würde ich erstmal die zwei, für zwei Mana die Tussi spielen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Und dann, aber jetzt ist die Frage. Ach, das gilt noch nicht. Weil es nicht der erste ist. Okay, Waffe wäre jetzt sinnlos, wie ich finde. Ja, wir also sollten Windzorn hab hier und ein Rekrut. Oder den Hannes hier, der hat mehr Leben. Das bringt uns gar nichts. Sie ist halt, sie könnte uns halt mehr bringen, später, wenn sie das... Dann spiel die Schmiedin. Ja, vielleicht, ne? Überlebt sie ja, dann bringt sie uns was für die Waffe. Er macht jetzt 10 Schaden, dann haben wir noch 3 Leben. Das heißt, eigentlich sind wir jetzt tot, weil er doch irgendwas auf der Hand hat, was uns direkt einen Schaden macht. Das könnte durchaus sein, ja. Und er bufft noch. Ja, wir sind tot. Geil. Ach, verdammt! Verdammt nochmal! Das kam ein bisschen 5 überraschend für mich. Und die Krabbe hat uns kein böses Leid angetan. Was hat sie? Die hat uns nichts Böses angetan. Die hat sich zwar auch nicht gelohnt, aber die hat uns auch nicht geschadet, oder? Das hast du sehr schön gesagt. Wir haben sie in einem Match gespielt und das haben wir gewonnen. Benutzt euren Belohnungsschlüssel, um euren Gewinn anzusehen. Ja, danke sehr. Guter. Na, gucken wir doch mal, wie viele Kisten du hier kriegst. Dann gucken wir doch mal. Ah, also 5 sollten es schon sein. Was? Was? Ja, gib nur noch 3. Aber warum denn? Diese Schweine! Die sind aber dafür ein bisschen besser. 55 Gold. Okay, 45 Staub. Und ein... Ah, okay. Immerhin noch ein Paket gekriegt. Versucht erneut euer Glück in der Arena, sobald ihr genug Gold angesammelt habt. Ich hab genug Gold angesammelt. So, ich will mal ganz kurz gucken, wie viel das wir jetzt haben. 105, das ist gut. Das ist gut. Da gab es, glaube ich, noch irgendeine Karte, die ich mir kaufen wollte. Vielleicht hast du die ja im Pack. Vielleicht habe ich sie im Pack, ja. Oh, jetzt wird's oder, spannend. Oder es müsste jetzt eigentlich die Krabbe drin sein. Das wäre ja eigentlich ein Highlight. Hüter des Heins für den Druiden. Verursacht 2 Schaden oder bringt einen Diener zum Schweigen? Ja, pff. Okay. Oh, die ist ganz gut. Die ist ganz gut, aber ich spiele nie Druiden. Spiegelgestalt. Gegner, den Diener ausspielt, beschwört ihr eine Kopie desselben. Ich glaube, den habe ich schon. Ausweiden für einen Schurken verursacht 2 Schaden bei der Combo 4. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Spiele ich aber auch sehr selten. Söldner der Venture Co. Euer Diener kostet 3 mehr. Den findest du ja so geil. Der so geil nicht, aber ich finde ihn okay. Ja, ich finde den irgendwie scheiße. Und was haben wir hier? Ah, eine Hyäne. Ich dachte, eine Krabbe. Das fressende Hyäne. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Insofern, super Sache. Dann kann ich mein Jägerdeck mal aufstocken mit dem Shit. Und wenn du die Hyäne im Jägerdeck hast, dann nimm dir wieder die Hunde mit rein hier. Lass die Hunde los. Die okay. Wurde ja geändert, die Karte. Naja, hat sie ja mal erwähnt vor ein paar Tagen, ne? ja, ich glaube.
Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war ein wilder Ritt über diese vielen Tage jetzt verteilt. Ich finde es aber ganz gut. Meine ersten Arena-Spiele waren ja nun mal sehr, sehr unerfolgreich. Da habe ich irgendwie 2-2-3 und 3-3 und 1-3 und so gespielt. Mittlerweile sieht das alles ein bisschen anders aus. Es kommt ja immer auf den Draft am Anfang an. Ich hatte auch schon sehr, sehr schlechte Decks, mit denen man einfach nichts machen konnte. Tommelbommel, vielen Dank, dass du die ganze Zeit dabei warst. Sehr gern. War mir eine große Hilfe, wie ich finde. Man kann immer noch mal ein bisschen drüber reden. Das ist bei Hearthstone, finde ich, bietet sich das auch an. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was als nächstes bei Hearthstone auf uns zukommt. Ich würde wahnsinnig gerne mir mal ein paar Packs kaufen und die mit euch gemeinsam öffnen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr das gerne sehen wolltet. Ich würde dann gleich mehrere kaufen und dann würden wir so ein paar Pakete mal aufmachen und dann vielleicht noch ein bisschen die Decks bearbeiten. Das wäre dann mal eine ganze Folge wert. Einfach mal nur so ein bisschen was zusammenbasteln. Und danach würden wir natürlich gleich diese neuen Decks ausprobieren. Da würde ich mich total drauf freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, Tommelbommel. Tschüss. Und tschüss auch euch. Das war euer Fischkopf.